Hallo Freunde des Lichts. Inzwischen habe ich auch hier, so wie an allen meinen Ständen, das Gesundheitszeugnis aushängen. So gehört das, dass man jederzeit sehen kann, was ist Sache, wem gehören die Bienen, sind die Bienen gesund, wurden sie aktuell untersucht. Vielleicht kleiner Tipp für euch, auch wenn ihr es zu Hause stehen habt, so ein Gesundheitszeugnis an der Beute, an der Zarge, macht immer einen guten Eindruck. Die Kritiker werden ruhiger. Ich will heute bei diesen drei Ablegern oder ehemaligen Ablegern will ich mal kurz reinschauen. Wir haben wirklich schöne Temperaturen. Es ist hier an dem Platz auch sehr windstill. Man sieht sie auch am Bienenflug. Gerade am mittleren Volk ganz stark zu sehen. Und denen geht's gut. Ich habe da schon mal ein bisschen beobachtet. Polleneintrag, wunderbar. Andere Sammlerinnen, wo die ganze Zeit eintragen. Hab mal ein bisschen hinten angehoben, so ganz grob zu sagen, okay, da ist was drin. Die ist nicht leicht, die Beute. Und deswegen schaue ich mal nach einem ganz bestimmten Indiz für mich, um eine Entscheidung treffen zu können. Nämlich eine Entscheidung für einen zweiten Brutraum. So, und dazu habe ich mir auch ein paar Zargen vorbereitet. Außen sind immer Mittelwände. Hier sind jetzt nur mal zwei, also links und rechts jeweils eine, zwei ist es. Und hier drin bebrütete, ausgebaute. Gut, das können auch schon mal fünf sein, wenn ich nicht genug Mittelwände habe. Im Augenblick gerade so schnell zur Verfügung. Ansonsten eher vier, können auch drei sein in der Mitte, ist egal. Und wenn es nur eine ist, spielt keine Rolle. Aber hier haben die Bienchen ein bisschen Vorschub. Und hier haben wir drei Mittelwände, links und rechts. Das passt so. Und jetzt will ich doch direkt mal ins Volk reinschauen, wie es hier aussieht. Ich brauche meinen Indikator, um zu sehen, ob ich überhaupt schon einen zweiten Brutraum aufsetze. Das habe ich aber gleich raus. Dann wollen wir mal da aufs Volk runterschauen. Sehr schön. No. Das wollen wir auch nicht. Na, die bauen schon ziemlich hoch. Mal schauen hier. Vollfutter. Der Drohnenrahmen, also Futtermangel haben sie nicht, wie ich schon gewogen habe. Drohnenrahmen ist noch gar nichts gemacht. Volk bleibt genauso, wie es ist. Ja, willst du rein? Gut, dann nicht. Also das Volk darf noch bleiben. Bei diesem Volk hier habe ich am 30.03., jetzt haben wir den 2.04., also vor drei Tagen, ein Futterrähmchen reingehängt. Ihr habt es gesehen im Video, habe ich euch gezeigt. Vom Gewicht her, vom Fühlen jetzt her, passt es. Ich vermute aber auch, dass die jetzt gerade finden. Mal schauen, wie jetzt der Drohnenrahmen aussieht. Der war ja vor einigen Tagen, war ja schon recht gut gebaut, aber noch kein einziger Stift drauf. Schaue ich mir an. Volk fühlen. Volk geht's gut. Ja. Fühlt sich ruhig an.
So, mal den Drohnenrahmen neu bewerten. Die lagern hier Futter ein im Drohnenrahmen. Sieht man das? Und zwar in den kleineren Zellen. Das heißt also, die haben auch in der Mitte, habe ich letztes Mal schon gezeigt, die haben hier normale Brutzellen angelegt und außenrum Drohnenzellen. Und jetzt lagern sie in den normalen Zellen Futter ein. Ich sehe noch kein Ei. Hier wird auch Futter eingelagert. Okay, also Futtermangel herrscht nicht. Der Volksausbau ist noch nicht weiter gediehen. Hier sehe ich auch Futter, 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 Futter. Ja, sieht gut aus. Also die Futterversorgung ist gut. Das Volk bleibt auch noch in Ruhe. Ja, so kann es gehen. Jetzt habe ich mich vorbereitet, eine zweite Sage drauf zu setzen. Die brauchen es noch nicht. Passt noch. Ist noch alles da, was sie brauchen. Also könnt höchstens mal einen Blick unten reinwerfen. Mal sehen, wie es da ausschaut. Unter die Sage. Ja, ist nicht voll kittig. Okay. Ja, das Volk schaut gut aus, hat ein bisschen Unterbau, minimal, und logischerweise sind auch keine Näpfchen zu sehen. Das hätte mich jetzt schon sehr stark gewundert. Nö, auch der Boden ist sauber. Gut, die Windel ziehe ich mal wieder raus und mache sie sauber. Boden ist sauber, die haben ihren Totenfall rausgebracht, passt. Also den beiden Völkern geht es prima, mehr gibt es nicht zu machen. Jetzt habe ich mich gut vorbereitet, um denen ein bisschen mehr Raum zu geben. Warum sonst? Naja, für die passt noch alles. Es ist mal wieder Zeit, ins Bio-Volk reinzuschauen. Wir haben jetzt den 2. April. April beginnt normalerweise die Schwarmkontrollzeit. Da bin ich fast überzeugt davon, dass dieses Volk, weil es einfach noch zu klein, dass dieses Volk keine Schwarmtendenz zeigt. Gut, okay, es kann auch ein Mini-Völkchen im Abidea schwärmen, das gibt es auch natürlich, klar. Aber dieses Volk hat alles noch, was es braucht von der letzten Kontrolle her. Drohnenrahmen wurde am 12.03. gesetzt, also vor 21 Tagen, vor 3 Wochen. Mal sehen, wie es mit dem Drohnenrahmen aussieht, und dann schauen wir mal, was ich draus mache. Ihr dürft natürlich auch ganz nah dabei sein. Ist ja logisch. So, da haben wir das Beehard. Da werde ich jetzt auch ein Video machen. Vom Volk her scheint es alles zu stimmen, zu passen. Die sind ruhig. Schöne Wärme vorhanden. Brutwärme. Ich brauche da wahrscheinlich auch gar nicht großartig zu stören.
Wer sich wundert, da ist noch ein kleines bisschen Zucker aufgelegt vom Candyboard. War noch was übrig, deswegen habe ich es oben drauf gelegt. Nicht mit dem Ziel, die Bienen zu füttern damit, aber wenn sie es abnehmen wollen, nehmen sie es ab. Es ist Biozucker. Wenn sie es nicht wollen, dann lassen sie es einfach. Halt, das ist die falsche Seite. Nehmen wir den hier. Ja. Die haben jetzt zwar ein Stückchen weitergebaut, ein minimales Stückchen, aber da passiert noch nichts bei denen. Wie sieht es aus dem Futter? Hier haben wir ein Futterrähmchen, das ist noch gut belegt. Hier ist hier Futter drin. Mal schauen nach dem Gewicht. Gewicht sagt da auch oftmals was aus. Na, komm raus. Ja, da ist Gewicht noch drin. Das heißt, da ist auch Futter drin. Hier ist auch noch verdeckeltes Futter oben, ein bisschen ein Rand. Hier ist verdeckeltes Futter. Hier sehe ich verdeckeltes Futter. Also, ich habe auch kurz angehoben vom Futterstand her. Ist noch in Ordnung. Hier haben wir noch zwei Mittelwände, die Bienchen ausbauen können, wenn sie Baulust haben. Wie gesagt, die haben alles, was sie brauchen. So, da an den Mittelwänden ist noch gar nichts passiert. Also an dem Völkchen passiert noch eine ganze Weile nichts. Wir haben zwar jetzt schon die Zeit, wo man die Schwarmkontrolle macht, 2. April, aber da bin ich mir ganz sicher, dass das bei dem Völkchen so überflüssig wie nur was ist. Aber ich werde trotzdem mal unten reinschauen. Ja, nicht verkittet. Ja, da ist ja nichts. Wie gesagt, auch keine Spielnäpfchen oder irgendwas. Da ist gar nichts. Die lassen wir einfach ganz schön in Ruhe. Sonst konnte ich mir bei minimalem Eingriff, bei minimaler Störung des Volkes, konnte ich mir einen guten Überblick verschaffen. Die haben genug Platz. Es ist genug Futter da. Ich habe es nicht aufgemacht bis zur Brut. Das habe ich letztes Mal gemacht gehabt. Die Königin habe ich gefunden, Brut war vorhanden am 12.03. Und der Drohnenrahmen wurde dort gesetzt. Platz haben die noch mit den zwei Mittelwänden, die drin sind. Also da ist alles in Ordnung an dem Volk. Die brauche ich erst frühestens. Gut, jetzt haben wir eine längere Zeit, haben wir jetzt kalt gehabt. Mit Nachtfrost, teilweise bis zu minus 5 Grad. Und jetzt erst ist wieder aufsteigende Tendenz mit den Temperaturen. Wir werden jetzt voraussichtlich übermorgen um die 25 Grad haben, 23, 25 Grad. Das heißt also, auch alle Blüten machen auf, die Bienchen tragen ein wie verrückt, der Nektar fließt in Strömen. Und deswegen werde ich da in 8 Tagen nochmal nachsehen. Da hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel getan am Volk. Und da werde ich höchstwahrscheinlich ein bisschen was machen müssen. Aber soweit reicht es jetzt. Jetzt habe ich ein Bild, habe ich einen Stand. Mehr brauche ich nicht stören. Die sollen ihre Ruhe haben. Jede Störung verursacht wieder ein Durcheinander im Volk. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein sehr kurzes Video jetzt gewesen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns vielleicht auch beim nächsten Bienenvideo wieder.